Polen debattiert weiter über die umstrittenen Briefwahlpläne der Regierungspartei. Im Senat, wo die Opposition die Mehrheit hat, fiel das Gesetz am Dienstag durch. Bei einer Debatte in der Abgeordnetenkammer Sejm brachte die Regierungspartei PiS dann am Mittwoch ebenfalls keine Mehrheit zustande. Sie will eigentlich an diesem Sonntag wählen lassen, was umstritten ist. Ich gehe normalerweise immer wählen, aber dieses Jahr nicht. Die Wahlen sollten verschoben werden. Das fordert auch die Opposition, die kritisiert, dass in Corona-Zeiten kein Wahlkampf möglich ist. Die PiS profitiert davon. Ihr Kandidat führt in den Umfragen. Zudem gibt es Kritik, weil die polnische Post als unzuverlässig gilt und womöglich nicht alle Wähler ihre Unterlagen rechtzeitig bekommen. Demokratische Wahlen brauchen eine offene Debatte und einen richtigen Wahlkampf. Durch die Beschränkungen, die in Kraft sind, wie bei der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, sind so ein Wahlkampf und eine öffentliche Debatte so gut wie unmöglich. Am Donnerstag soll das Gesetz, was eine Briefwahl erst ermöglicht, erneut Thema im Parlament sein. Als alternative Wahltermine kursieren der 17. oder der 23. Mai.